das Kabel an der Kamera hängen, weil ich sie hier gerade geladen habe. Sie ist nur 50%. Ich hoffe, das reicht für den Dreh. Andere Sache, wir treffen uns heute mit Leo, einem der Bewerber, der sich tatsächlich für den unglaublich tollen Posten bei mir als Bewerber beworben hat. Ne, warte mal, als Cutter beworben hat. Das hat er. Leo ist der Typ hier. Jetzt ist es runtergefallen. Jody kommt auch mit. Jetzt gehen wir Kilian ab. Jetzt gehen wir Kilian abholen. Jumpers! Hey Freunde, was geht? Kilian ist auch mit am Start und so, dass tatsächlich jetzt nicht ich selber an der Kamera bin, sondern der gute Leo. Hello. Der hier als Bewerber am Stiesi ist. Hi, ich bin der mit den Fortnite-Tänzen. Mega, Digga, ey. Ready. Kilian, komm mal ganz kurz bitte. Was geht? Was kannst du alles so? Gar nichts. Ich bin einfach hier, ich weiß nicht, was wir machen. Ja, keine Ahnung, was wir jetzt hier tun, ich weiß es nicht. Wir können jetzt halt hier rumhüpfen und... Jumpen halt. Nice Zeit haben. Jump House! Mittreten, mittreten, mit kratzen. Go! Fight! Go! Junge! Runde 4, go! Final round! Maximal einfach. Immer ganz wichtig, dem Gegner natürlich ein gutes Gefühl geben, dass er hier rasiert und dann. Jetzt f*** dich. Und das gegen einen erkälteten Asthmakranken. Sprich für dich, Kilian, sprich für dich. Kilian als Lehrstunde. Kilian, komm mal bitte. Bring doch ihm eine Rückwärtszeit vorbei. Uff. Möchtest du so lange in den Erste-Hilfe-Raum gehen? Ja. Ja? 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 Komm, wir wechseln mal die Positionen. Okay. Jetzt als Kamera durch maximal scheiße. Revi bringt seinem neuen Cutter in den Rückwärtsseite. Oh, Seite kann ich, ja. Mach mal. Präsentier ihn mal. Stark, Bruder, stark. Rückwärts auch gar nicht so schwer eigentlich. Ja, super. Erklär mal. Du bringst und reicht einfach dann Rücken komplett dahin, als würdest du ihn selber brechen wollen. Und dann ziehst du deine Beine hinterher, weißt du? Wollen wir nicht lieber, dass Jody ihm eine Rückwärtsseite beibringt? Also im Prinzip ist es so einfach, du springst einfach. Okay, ich spring einfach. Und dann? Und dann? Hast du einfach einen Rückwärtsseite. Oh, Junge, also mein Glück ist jetzt schon gebrochen. Alles oder nichts für die Klicks. Kranke Wagen incoming. Let's go. 1 Million Aufrufe. Ja, Digga! Ein bisschen schneller, ne? Du musst genau schneller und die Beine dann auch. Okay, jetzt kommst du. Oh, shit. Jawoll. Ja! Digga, mit dem einen Tag, der hat so viel Energie. Ja, 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 ja. Verstehst du? Gewinn! 3, 2, 1, go! Drei, zwei, eins, go! Komm,
Das war an der Stelle ziemlich, ziemlich easy. Jetzt wird aber Leo gegen mich antreten. Und wenn Leo gegen mich gewinnt, dann wird er auf jeden Fall nicht eingestellt werden, genau, oder? Das würde ich gerade sagen. 3, 2, 1, go! Hier auf jeden Fall schon mal eine maximal starke Performance von dem jungen Mann. Er klettert hier gerade wie ein junger Affe herüber. Unglaubliches Grip, den er hier hat. Also wirklich ganz toll. Jetzt muss er natürlich jetzt hier an die Ringe. Da macht er einen entscheidenden Fehler, denn er nutzt beide Hände in verschiedenen Ringen. Jetzt sind wir momentan über 16 Sekunden. Leo jetzt hier gerade an der Leiter. Die Strickleiter natürlich immer wieder sehr schwierig. Jetzt geht er mal hier rüber ans Netz. Und er muss natürlich hier durchziehen und schafft er es. Leo, ein fetter Schwung, dann bist du drüben. Komm schon, das kriegst du hin, mein Sohn. Und drück den Buzzer. 40 Sekunden. Besser als Kilian. Und auch schlechter als Zuzeit ist eigentlich auch nicht schlecht für dein Ego so. Für mein Ego ist das ganz wichtig. Jump aus! Okay, das letzte Spiel, das Bonusspiel ist Basketball. Alles oder nichts wahrscheinlich, oder? Ich bin so... Ja, geil! Wir machen einfach drei Körbe, wenn ich zuerst halt, egal welche Regeln aufgeht. 1-0 für Rebi. 1-1. 2-1. 2-2. Glückwunsch. Das war maximal ehrenlos, aber maximal nice. Aber was habe ich davon? Außer Asthma. Ja, Stay hydrated. Stay hydrated. Oh mein Gott. Stay hydrated. Stay hydrated. Es war ein extrem anstrengender Tag im Jump House. Es war mega krass. Es ist, aber hat mega Bock gemacht. Shoutout an Lea. Dafür, dass sie uns hier rumgeführt hat und uns die Bahn freigehalten hat. Sehr gerne, schön, dass ihr da wart. Also es war auf jeden Fall ein super spannender Tag hier im Phantasialand. Aber es geht ja noch weiter, weil wir sehen uns gleich nochmal im Büro, Leute. Juhu! Und wir duschen! Also ich weiß jetzt nicht, du... Nicht? Mal aus, jetzt komm. Ein Wuffi. Oh, ist das ein kleiner Freund? Ja, warte doch mal. Chill mal. Wuffi! Mein Gott. Boah, ist das krank süß, das f***t gerade meinen Kopf. Das macht ihn komplett fertig. Das ist too much. So, Freunde, an der Stelle sind wir jetzt quasi durch. Das Video, was ihr gerade quasi gesehen habt, dürft ihr gerne wieder bewerten, in die Kommentare schreiben, was ihr daran gut, was ihr daran schlecht fandet, wie ihr eigentlich generell auch sein Gesicht findet. Das könnt ihr auf jeden Fall auch mal sagen. An der Stelle, meine Freunde, bin ich raus und verpisst euch. Tschüss. Wiedersehen.